It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Moin Leute, hier zurück bei Destiny mit dem kleinen Glitch Phase 1 gewesen in der Kammer Raid. Wenn ihr euch da durchglitscht habt durch das Tor, könnt ihr dann direkt zur versteckten Kiste gehen, dann eventuell Exolut kriegen. Das könnt ihr halt jede Woche, wenn der Reset ist, machen mit allen drei Chars, auch alleine. Dementsprechend zeige ich es gleich nochmal eben. Ich fliege jetzt erstmal gleich direkt einen Raid. Also hier unten sieht man es ja schon, ne? Da müsst ihr halt auf die Venus hier, dann hier Raid auswählen, dann auf 390 und dann geht es auch gleich los und sehen wir uns gleich direkt bei der ersten Phase wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier Phase 1, einfach auf den Sparrow hüpfen und dann oben zum Tor fahren, da hinten oben, wo es leuchtet. Das ist eigentlich ziemlich easy. Das ist vielleicht schon irgendein Blödsinn hier, ich werde abgeschossen und so. Es kann alles passieren, dass man abgeschossen wird etc. Nicht so schlimm, ist auch eine Live-Aufnahme hier direkt, also ich synchronisiere nichts nach. So, dann müsst ihr einfach zum Tor schnell fahren, bevor die Gegner kommen. Also schnell ist relativ, wie gesagt, also müsst ihr auf jeden Fall hinkommen. So, dann stellt ihr euch ganz hier in die Ecke, so, und drückt ihr nach links und dann steigt er mit Viereck nach links vom Sparrow ab, einfach. Zack, und schon seid ihr durchgeglitscht. Geht ziemlich easy. Dann geht ihr jetzt einfach weiter zur Kiste und nehmt ihr dann mit. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt gleich den richtigen Weg. Und dann könnt ihr jedes Mal schön looten, jede Woche, wie gesagt, könnt ihr auch alleine machen, das ist eigentlich ziemlich easy. Leider ist die Templerphase nicht freigeschaltet, wenn ihr das hier habt, sondern ist gesperrt. Also ihr müsst, wenn ihr die Templerphase erreichen wollt, müsst ihr definitiv die erste Phase richtig spielen, sonst läuft das nicht. Und ja, und dann habt ihr hier trotzdem die Kiste, es geht um die Kiste. Die andere Kiste gibt es hier leider auch nicht, die ist nicht freigeschaltet. Aber wenn ihr jetzt in die zweite Kiste wollt, müsst ihr hier runterspringen und dann euch direkt hier runter gleiten lassen sozusagen. Ich probiere es mal eben, ich habe die Titan noch nicht gespielt. Okay, das war schon mal nicht so gut. Aber wieder so Live-Aufnahmen. Wie gesagt, Titan ist, kann ich nicht so richtig gut mit dem schweben. Das, da habe ich mehr Chancen mit dem Jäger. Aber ich starte direkt allerdings in der Klippe. Also da muss ich mich echt dran gewöhnen oder den Perk umstellen. Warte mal. Schweben ist ja immer so eine Sache. So, schweben, schweben, schweben. Warum wir das nicht? Dann habe ich aber eine erhöhte Kontrolle. Verbessert Schweben für erhöhte Richtung habe ich doch gemacht. Was will der von mir? So, jetzt hat es geklappt. Gott sei Dank. So, jetzt geht's hier weiter. Zur Kiste. Mal gucken, wie oft ich mal abstürze. Hoffentlich nicht so oft. Dieser Schweben ist gerade nicht so mein Ding hier. Das ist nicht so geil. Jetzt mal gucken, wo es hier lang geht. Hier war das, hier war das. Ah, hier rüber, genau. Dann geht's hier, glaube ich, runter. Ja. So, dann seid ihr auch schon bei der Kiste. Die Kiste ist wieder hinten. Da sieht ihr die auch schon. Dort ist sie. Und dann könnt ihr immer, wie gesagt, die Exolut abholen. Das könnt ihr auch, wie gesagt, alleine, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Oder einfach mal vorbeispringen und einfach mal sterben. Läuft. Aber ich lasse es also. Wie gesagt, Live-Aufnahme, das lasse ich so. So kleine Fehler, aber es liegt daran, dass ich hundemüde bin. Na egal, interessiert eh keinen. Man will ja sehen, was da drin ist. So, jetzt springe ich mal richtig hin. Danke. So, jetzt mache ich die mal auf und gucken, was rauskommt. Continuum Pin, legendäres Engramm und Munitionssynthese. Was ist denn dieses Continuum Pin? Was ist das denn? Artefakt auf 400. Okay. Gucken wir uns mal kurz an. Mit Disziplin und Stärke. Und dann haben wir hier noch Solarresonanz. Solargeneraten haben die Chance, eine Sphäre zu erzeugen, wenn du einen Lakaien der Dunkelheit besiegst. So sieht das Ding aus. Also gibt es natürlich, wie gesagt, andere Sachen, schönere Sachen, auch Exo. Dementsprechend macht das immer wieder. Ist easy, geht schnell. Ist nur ein bisschen Fleißarbeit, aber lohnt sich. Und dann ja, danke fürs Zusehen, Zuhören. Bis dann. Tschüss.